Ganz herzlich willkommen zum neuen Video Moosbäumchen. Vielfach gewünscht und vielen Dank für die tollen Kommentare. Und ich erfülle euch euren Wunsch sehr gerne. Und heute zeige ich dann diese Moosbäumchen. Erstmal noch einen kleinen Schwank in die verschiedenen Arten von Bäumchen. Stelle ich die nochmal zur Seite. Also es gibt ja so Bäumchen mit Wurzel, die sind natürlich. Die habe ich einfach in Folie gewickelt und ein bisschen dekoriert. Die kann man dann auch wässern und auch gegebenenfalls in den Garten rauspflanzen. Gibt es auch eine Nummer größer, ist auch sehr schön. Ist immer ein schönes Mitbringsel, eine schöne Deko. Ja, dann gibt es natürlich die Zuckerhutfichte im Topf. Die ist so schwer, dass ich die, hier merkt man, die ist echt wahnsinnig schwer. Das ist ein Riesentopf. Die ist super schön, aber die Zuckerhutfichten sind auch nicht, es ist einfach Natur. Die sind nicht immer so schön gewachsen. Hier sieht man auch, die haben mal ein paar Löcher und das ist kein Wunschkonzert, wenn man Zuckerhutfichten aussucht. Die kann man zwar danach in den Garten pflanzen, hat dann auch die Zuckerhutfichte mit Wurzelballen, aber es hat, ich muss erstmal stöhnen, so, es hat auch nicht jeder einen Garten. Und dann gibt es natürlich, und da kann ich wieder auf mein Video verweisen, gestecktes Bäumchen. Blende ich nochmal den Link dazu ein. Bäumchen ist gut, weil das Bäumchen ist jetzt ein schöner, großer, toller Baum. Ich habe hier zwei Lichterketten genommen, weil eine ist zu wenig, um den Baum abzudecken. Wie das geht, habe ich im Video erklärt. Wenn der ein bisschen größer ist, man kann das auch machen, die größten Wipfel als erstes stecken und man muss auch die Koniferenäste etwas zusammendrahten, sonst klappt der wieder auseinander. Einfach nur schön dekoriert mit Flechtenzweigen, mit Kugeln, Sternchen und die Basis ist natürlich sehr schön, wenn man einen ganz tollen Korb hat und das ist ein super Korb. Und die Kunden, die gekommen sind und den gesehen haben, die haben auch gleich den nächsten bestellt. Hier sieht man also auch dieses Bäumchen, naja, dieser Baum, der wird heute noch abgeholt, also erfreut sich größter Beliebtheit. Auch hier wieder mit zwei Lichterketten dekoriert und mit so einem tollen Flechtkorb. Ja, das ist der kleine Ausflug zu den verschiedenen Bäumchen, aber der Wunsch war ja Moosbäumchen. Und da ich jetzt schon hier in Rot und in Weiß ist als Muster zeigen kann, zeige ich dir jetzt auch, wie man den macht. Und ich dachte, ein bisschen farbliche Abwechslung ist eigentlich gegeben, wenn man in Rosa einen Baum macht. Zuerst braucht man natürlich Trockensteckmasse. Die ist schön stabil und da kann man dann ganz toll stecken. Hält ewig. Ich habe Tillandsie besorgt. Kann man ein bisschen schön dekorieren. Hübsche Kugeln. Dann habe ich einen Bouillon-Draht. Da zeige ich auch nochmal im Bestelllink. Der wird gleich sehr, sehr schön dekorativ sein. Ich habe einen silbernen Korallenpfann und last but not least natürlich die tolle Deko. Der kleine Elch, der kommt dann auf die Spitze. Und ich habe natürlich auch Moos. Da habe ich hier eine Kiste Moos gekauft. Sehr schönes. Ja, und so, eine kleine Unterbrechung, gleich geht's weiter. Kleine Pause genutzt und nicht nur dem Kunden den Strauß mitgegeben. Ich habe auch schon mal die Trockensteckmasse, die quietscht nämlich ganz eklig beim Schneiden, in Form geschnitten. Und habe hier ein schönes Gläschen, das zu Rosa passt. Fülle ich mit der Steckmasse. Das muss man natürlich richtig schön passend schneiden, das Ganze. Und dann habe ich mir einen Kegel geschnitten aus der Steckmasse. Und das wird dann der Kegel und mein Plan ist, also bei denen ist es anders, aber es soll ja immer Variationen geben. Mein Plan ist, einen kleinen Stamm für den Baumstamm, für das Bäumchen, einen kleinen Stamm dazwischen zu machen. Dieses Material, das kennst du, das ist knöterig. Und also es ist nicht Bambus und knöterig hatten wir ja schon mal in einem Video, da blende ich dir auch nochmal den Link dazu ein. Weil das ist der Herbststrauß mit Knöterich. Und mein Gedanke war, dass ich jetzt einfach hier so einen kleinen Baumstamm, der lässt sich also auch super schneiden im Gegensatz zu Bambus, dass ich einen kleinen Baumstamm dazwischen mache und den Kegel dann drauf setze. Ich glaube aber, das ist jetzt hier zu lang. Ist immer schön, wenn man selber die Lösung sucht im Video.
Ja, und dann würde ich erstmal das Moos auf dieses Bäumchen kleben. Eine kurze Erklärung zwischendurch. Was ich jetzt mache ist, ich nehme das Moos, mache Heißkleber auf das Moos und klebe das Ganze auf die Trockensteckmasse. So lange, bis rundherum alles mit Moos beklebt ist. So, jetzt wieder im normalen Tempo im Video. Ich habe das Bäumchen rundum, nein, diese Trockensteckmasse rundum mit Moos beklebt und mache jetzt einfach noch ein bisschen Moos auf mein Glas, dass ich da eine Basis habe und habe auch untenrum Moos gemacht. Ich mache mir hier nochmal so ein kleines Löchlein mit dem Moos, dass ich natürlich auch meinen vermeintlichen Baumstamm dann gut einstecken kann. Ja, und dann wollte ich noch ein bisschen Deko erstmal machen. Und ökonomisch ist es natürlich, erst die Deko drauf zu machen und dann nochmal mit dem Draht drüber zu gehen. Ich habe einen silbernen Korallenfarn mitgebracht. Ist auch für Blumensträuße. Richtiges glitzerndes, tolles, weihnachtliches Highlight. Für dieses Bäumchen teile ich den jetzt. Wollte ich einfach nur so ein paar kleine Stückchen, das reicht eigentlich schon. Weniger ist manchmal auch mehr. Und es gibt diesem Bäumchen schon eine ganz festliche Anmutung. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss nicht mal festkleben. Doch, ich klebe es dann mal fest. Achtung für die Finger. Es ist immer besser, man nimmt ein Messerchen, um das festzudrücken. Und nicht unbedingt die Finger, weil ansonsten sind sie gleich verbrannt. Und das ist doch ziemlich unangenehm. Da würde ich davon abraten. Mit dem Heißkleber muss man ein bisschen aufpassen, wie man damit arbeitet. So, du siehst, der Laden läuft auch, die Kunden kommen. Das ist auch super schön so. Und trotzdem nehme ich mir total gern immer die Zeit, euch in den Videos die schönen Ideen zu zeigen. Ich habe hier Spiegelbeeren, so nennen sich diese kleinen Glaskugeln, genommen und habe die aber den Draht abgeschnitten. Und die klebe ich jetzt auf das Bäumchen noch drauf. Und da das Moos so ein bisschen dicker ist, kann man die einfach so reinschieben zwischen das Moos. Ich würde natürlich nicht diese kleine Öse sichtbar lassen, also ich würde das immer so ein bisschen verstecken, ja, so dass man eigentlich nur die Kugel wahrnimmt. Die ist natürlich viel schöner. Ups, oh, sorry, einmal erfolgreich Ball gespielt. So, und jetzt dekoriere ich rundum mein Bäumchen. Ich nehme jetzt den Bouillon-Draht. Und das ist so ein Draht, das wirst du gleich sehen. Ich fange mal unten an. Der sieht sehr, sehr hübsch aus, wenn man den zieht, weil der so eine kleine, ich zeige es mal in der Kamera, wie so eine Spirale bekommt. Und durch dieses Umwickeln mit dem Bouillon-Draht wird natürlich nochmal der silberne Korallenfarn fixiert, was sehr schön ist. Und es ist auch nochmal ein dekoratives Element, dass der Bouillon-Draht sehr hübsch aussieht. So. Habe also eine schöne Spitze gemacht, auf der am Schluss auch der Elch Platz nehmen soll. Der kommt gleich noch. So, jetzt füge ich den Knöterich. Ich habe den so ein bisschen angespitzt. Ja, genau, da muss man ein bisschen drücken. Ja, jetzt ist er drin. Wow, das ist doch jetzt schon mal eigentlich wie ein Baum. Und dann setze ich das Ganze, ich mache mir das Leben noch mal so ein bisschen leichter. Ich bohre mit dem Knöterich, den ich nicht von dem Bäumchen habe,
bohre ich in der Trockensteckmasse einmal das Loch vor, weil sonst muss ich das Bäumchen so drücken. So, habe also hier schon mein vorgefertigtes Löchlein und setze einfach mal ein Bäumchen drauf. Sehr cool. Ja, kann noch ein bisschen was Natürliches, fehlt mir noch so am Boden. Da kann ruhig noch mal so ein Zäpfchen sein oder noch mal so ein kleines natürliches Element. Ich nehme wieder mal ein bisschen was von dem Spinosa und lege das um das Bäumchen rum. Und hier ist natürlich auch wieder ein Segen, dass der Bouillondraht da ist, weil ich muss das ja auch fixieren. Und wickel einfach mit dem Bouillondraht nochmal um das Spinosa herum, sodass das ein bisschen... Moment. Mein Bouillondraht hat sich verabschiedet. So, jetzt. So, dass es mit dem Bouillondraht ein bisschen an der Basis bleibt. Ja, es ist fast fertig, das Bäumchen. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir den Elch hier schön platzieren. Auf Moos kann man immer sehr gut kleben. Das heißt, ich mache nur einen Tupser Heißkleber auf die Füße von dem Elch und er darf Platz nehmen. Er passt auch hervorragend in diesem Grau zu dem Silber von dem Bäumchen. Ja, und fertig ist die wunderschön haltbare Naturarbeit, das Moosbäumchen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachmachen. Achte darauf, dass das Moos nicht zu nass ist, weil dann wird es nämlich irgendwann faul und gammelig. Und wenn das getrocknet ist, also man kann das schön in Platten trocknen, nicht übereinander. Wenn es schön getrocknet ist, dann hält dieses Bäumchen sehr, sehr, sehr lange. Und man kann es sogar fast nächstes Weihnachten wieder herausnehmen. Viel Freude beim Nachmachen und danke fürs Zuschauen. Und bis bald. Es kommt nächste Woche noch ein ganz tolles Video vor Weihnachten. Mach's gut. Tschüss. Manchmal schaut man sich die Dinge an und hinterher kommt dann doch noch so eine Idee, also ein kleiner Nachschlag. Ich fand das Bändchen hier so schön bei dem Bäumchen, dass ich fand, dass hier auch nochmal so mit der Spielerei, mit dem Sternchen, dass das Bändchen einfach gefehlt hat. Und jetzt bin auch ich zufrieden. Und jetzt wünsche ich endgültig viel Spaß beim Nachmachen.